Als weitere Neuheit auf der Messe in Essen haben wir eine Programmerweiterung bei unserem Edelstahl-Accessoire-Programm Rodan vorgenommen. Dieses Programm aus Edelstahl zeichnet sich aus durch besondere Objekteigenschaften. Wir haben dieses Programm von 18 bestehenden Produkten auf mittlerweile 51 Produkte ausgeweitet. Sowohl im Aufputz- als auch im Unterputzbereich gibt diese Serie alles fürs Objekt her. Das heißt also, diese Serie lässt keine Wünsche offen, besonders speziell fürs Objekt mit der Gradlinien-Design-Elementen drin, haben wir also 51 Produkte für Seifenspender, für Handtuchspender, Papierhandtuchspender, für Abfallbehälter und sonstige benötigte Dinge in diesem Edelstahlsegment. Hier zeigen wir nochmal unser Duo Fresh Element. Wenn man so will, die nächste Stufe der Installationstechnik. Der Mehrwert besteht darin, dass der Kunde die Möglichkeit hat, über das Duo Fresh, wie hier unten gezeigt, eine Geruchsabsaugung optional zu aktivieren. Bereits auf der ISH haben wir diese Technik gezeigt, damals noch mit der Kunststoffweißen Platte. Hier auf der Messe zeigen wir die weiteren Varianten, nämlich die Betätigung in Schwarzglas, in Weißglas und auch in der modernen Farbe Umbra. Relativ einfach zu bedienen. Ein Druck auf die Taste reicht aus, damit die Aktivierung der Geruchsabsaugung anläuft. Außerdem stellen wir hier auch unsere neue App vor, die für den Sanitärinstallateur von großem Vorteil ist, da er dort unsere Einbau- und Betriebsanleitungen vorfindet, die Einbaumaße und auch die Funktionsweise. Des Weiteren auch kleine Filme, wie diese Produkte in Funktion arbeiten bzw. funktionieren. Eine Neuheit dieses Jahr bei Weiland ist die Ceotherm, die wir bereits im letzten Jahr vorgestellt haben. Dieses Jahr haben wir die erweitert auf die Anwendung Modernisierung. Das heißt, der Kunde kann bereits vorhandene Warmwasserspeicher oder Solarspeicher nutzen, um halt dann nur noch die Einheit Ceotherm zu kaufen. Eine interessante Alternative, um noch mehr Effizienz gegenüber einer herkömmlichen Gasbrennwertheizung zu erzeugen, bis zu 33%. Wir haben dieses Jahr eine Systemöffnung da gemacht, sodass der Kunde eine solche Anlage auch im Modernisierungsfall installieren kann. Sehr interessant bei energetischen Sanierungen, bei Temperaturen bis zu 55 Grad im Heizungsvorlauf und dazu auch ab Herbst als 15 kW-Variante verfügbar.